Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr, sehr freundliche Vorstellung und auch für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können und dann noch zu einem so spannenden Thema, wie ich finde. Bei mir soll es heute gehen um disruptive Ekklesiologie, eine kirchenentwicklerische Perspektive auf Corona. Gestern und auch heute haben wir in den verschiedenen Vorträgen und Austauschrunden immer wieder erörtert, welchen massiven Einfluss dieses gefühlte Corona auf uns in Kirche und Diakonie hat. Und ich möchte mit Ihnen gerne heute mal versuchen, auf die Metaebene zu gehen und kirchenentwicklerisch drauf zu schauen, also mit so einem systemischen Blick nochmal diese Dynamiken auseinanderzunehmen, die Corona im Moment bei uns stimuliert und wie wir die vielleicht auch sogar produktiv ausnutzen können. Mal sehen. Denn eigentlich ist es ja wirklich gerade eine ziemlich krasse Situation, der wir jetzt sehr massiv ausgesetzt sind. Corona macht was mit uns in Kirche und Diakonie. Covid-19 übt so einen Druck aus auf unsere etablierten Gewohnheiten und dem müssen wir uns irgendwie beugen. Vieles verändert sich und das auch noch dazu sehr, sehr rasend schnell. Vieles von dem, was uns sonst auch lieb und vertraut ist, bricht irgendwie gerade weg und wir erleben uns irgendwie jetzt seit Monaten irgendwie im Ausnahmezustand. Nichts ist irgendwie mehr so wie bisher und da ist es eigentlich ganz klar, dass uns da irgendwie Angst und Bange wird. Corona hat eben diesen massiven Einfluss auf diesen sonst so unbeweglichen Tanker Kirche, wo sonst eigentlich ja Veränderungen, Transformationen, Innovationen eigentlich immer sehr schwierig sind und alles, was jenseits unserer etablierten Gewohnheiten ist, wird immer sehr argwöhnisch beobachtet. Und da übt Corona jetzt so einen massiven Veränderungsdruck auf das System Kirche aus, dem sich das ganze System beugt, aber irgendwie auch wir Christinnen und Christen und finden uns auf einmal mittendrin. Und dann wird uns in solchen Situationen jetzt immer gesagt, ja, Krise als Chance. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann es mittlerweile auch wirklich einfach schon nicht mehr hören, irgendwie auch verständlicherweise. Ich finde aber auch, dass es falsch ist. Also ich finde, Chance ist da irgendwie das falsche Wort. Das klingt ja so, als hätte man irgendwie angesichts der Covid-19-Pandemie jetzt irgendeine Form von Wahlmöglichkeit. Und derzeit haben wir aber irgendwie keine Wahl. Wir können uns nicht entscheiden, sondern wir sind reingeschmissen in diesen Wandel und der ereignet sich mit uns, ob wir nun wollen oder nicht. Wir können aber eine Sache beeinflussen und das ist mir wichtig, wie wir damit umgehen. Also wie wir uns dem gegenüberstellen. Also praktisches Beispiel. Seit Monaten ist uns ja das Singen im Gottesdienst verboten, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen. Und es wurde erlassen, der Gemeindegesang hat zu unterbleiben. Und dazu müssen wir uns überhaupt nicht verhalten, weil es ist geklärt. Es ist verboten, fertig aus. Das ist eigentlich das Einfache. Aber das, wo jetzt die Entscheidung, also unsere Entscheidung ins Spiel kommt, ist, wie wir damit letztlich umgehen. Und da liegt die Chance. Also, ob wir traurig vor unserem zugeklappten Gesangbuch sitzen oder ob wir uns an diesen wirklich absolut faszinierenden und beeindruckenden Online-Chören beteiligen. Ich weiß nicht, ob Sie so mitgekriegt haben, es gibt ja tolle Projekte, auch so Konzertprojekte, die alle digital sind, wo Leute an verschiedenen Orten einfach dann digital zusammenkommen und miteinander singen. Absolut toll. Und an der Stelle, das ist ein Beispiel, da ist Krise für uns kirchlicherseits jetzt schon produktiv. Das ist die Entscheidung. Aber oftmals sind eben diese Veränderungen, also zum Beispiel, wenn man uns vor anderthalb Jahren gesagt hätte, ja, irgendwie, jetzt werdet ihr erstmal ein Jahr lang nicht mehr in der Kirche singen, da hätten wir den leeren Vogel gezeigt. Das sind ja wirklich massive Veränderungen, denen wir gerade unterliegen. Und ich glaube, genau das ist auch das, was vielerorts den Christinnen und Christen einfach unglaublich Angst macht. Diese Umbrüche, die wirklich mit einem wahnsinnigen Tempo voranschreiten, das macht was mit uns als Kirche. Und deswegen würde ich Sie heute gerne mal mitnehmen auf diese Metaebene, denn oftmals hilft so ein nüchterner Blick, diese Systemik zu verstehen, diese ganzen Dynamiken, die dahinter sind. Und vielleicht ist das ja an manchen Stellen für uns auch durchaus aufschlussreich. Und wir steigen dann mal ein in diese Veränderung. Denn wie vollziehen die sich denn eigentlich? Ich nehme Sie mal mit in das Veränderungsmodell von Kurt Lewin und der sagt, jede Transformation, jede Veränderung durchläuft gewöhnlicherweise in Organisationen drei Phasen. Die erste Phase
ist die Phase des Unfreezings, also des Auftauens. Das heißt, man muss, um erstmal Veränderungen ins System zu bringen, muss man das System erstmal so weit aufweichen sozusagen, dass es überhaupt bereit ist für den Wandel. Und prägend für diesen Schritt ist die Einsicht, dass sich was ändern muss. Also, dass man sich bewusst dafür entscheidet, eine Form von Veränderung auch zuzulassen. Und das oftmals gar nicht so einfach, gerade in so Systemen, die eher schwerfällig sind. Sich dazu entscheiden, vom gewohnten Weg abzuweichen, ist oftmals unglaublich schwer. Gerade große Organisationen sperren sich in solchen Situationen oftmals gegen diesen ersten Schritt und investieren doppelt und dreifach so viel, um die Situation zu verhindern, um die Strukturen noch mehr zu stärken und um sich dem Wandel noch mehr entgegenzustellen, was natürlich für alle Beteiligten unglaublich anstrengend ist. Und somit ist dieser erste Schritt eigentlich der neuralgische Schritt, eine Offenheit im System für den Wandel herzustellen und eine Bereitschaft, ein Einwilligen in diese Form von Veränderung. Der zweite Schritt, ja, wenn erstmal alles aufgetaut ist, dann kann der kreative Prozess und der Wandel geschehen. Dann geschieht die eigentliche Form von Veränderung. Und dann wird das oftmals auch richtig sichtbar und spürbar, greifbar, was sich da alles umstrukturiert und wie sich das dekonstruiert und wieder neu zusammensetzt. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist das sogenannte Refreeze, also das Wiedereinfrieren. Das ist die Überführung dieser Lösung in eine Form von nachhaltiger oder auch langfristiger, tragfähiger Lösung innerhalb der Struktur. Und dieses Drei-Phasen-Modell von Levine ist es über 70 Jahre alt, ist es total Common Sense und wird auch heute noch von vielen Organisationen, auch großen Firmen genutzt, um in Veränderungsprozessen sich vor Augen zu führen, was passiert hier eigentlich gerade oder an welchen Stellen können wir gerade in so Prozessen Dynamiken künstlich stimulieren, um es allen eher einfacher zu machen oder auch Einfluss zu nehmen. Und nochmal, wie gesagt, dieser erste Schritt, dieses Auftauen, die sich eingestehen, es muss sich etwas ändern. Das ist immer in allen Institutionen, Organisationen, Firmen, also in allen Strukturen ist das immer wirklich der schwierigste und kräftezehrendste Schritt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht und da kommt nämlich die Disruption ins Spiel. Denn die Disruption schenkt uns an der Stelle genau den ersten Schritt. Aber was ist denn überhaupt Disruption? Ich kläre noch mal kurz den Begriff. Sie haben den wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Ist auch gerade ja im Moment das totale Modewort. Jeder benutzt das. Uns hilft da, glaube ich, so ein bisschen unser verstaubtes Lateinwissen. Disrumpere, zerschlagen, zerreißen. Disruption wird in heutigen Diskussionen rund um so Transformationsprozesse und Veränderungsprozesse genutzt, um eine Störung im System zu markieren. Also ein Impuls, der uns unterbricht in dem, wie wir es immer schon so gemacht haben. Die Störung im Betriebsablauf ist eine Disruption. Und wenn wir jetzt zu dem Beispiel nochmal zurückgehen, ich hatte es gerade schon angedeutet, sowas ist Corona gerade für uns. Corona ist im Moment gerade ein Anstoß für uns, nochmal unser normales Handeln zu unterbrechen. Unser, naja, so und so haben wir das immer schon gemacht. Und sich einzulassen auf ein Experimentieren. Einzulassen auf, ich überlege nochmal neu, wie es gehen könnte. Und dank Corona springen wir gezwungenermaßen direkt in die zweite Stufe, also in die Stufe des Experimentierens. Und wir sind alle irgendwie mittendrin. Und es tut sich ja Land auf und Land ab total viel. Auch vieles, von dem wir vor ein, zwei Jahren noch nicht gehört haben oder mit dem wir auch überhaupt nicht gerechnet hätten. Seit Anfang der Pandemie, also so Anfang des Jahres, haben sich ja total beeindruckende Sachen entwickelt. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben ja von MIDI so eine Ad-Hoc-Studie in Auftrag bekommen von der EKD und haben die verfasst, und zwar in den Monaten, also von Mitte März bis Ende Mai. Und Titel der Studie waren digitale Verkündigungsformate innerhalb der Corona-Krise. Und wenn ich jetzt sage Mitte März bis Ende Mai, dann merken Sie schon, das war ziemlich am Anfang. Und wenn man die Erhebung aus der frühen Zeit jetzt sich anguckt, da sind total beeindruckende Ergebnisse, wie in Gemeinden einfach Leute darauf reagiert haben, auf diese neue Form der Herausforderung
und was sich da alles getan hat. Und die Leute, die dann experimentiert haben, die in dieser zweiten Stufe waren, das waren nicht unbedingt nur gerade die, die sonst auch visionär waren oder immer so die Ersten waren, die auf Innovation Lust hatten, sondern das waren halt Leute wie du und ich, die einfach sich dieser Situation unterworfen gefühlt haben und gesagt haben, okay, irgendwie muss es ja weitergehen. Und somit waren wir alle experimentierfreudig und sofort in dieser Stufe 2. Und in dieser zweiten Stufe, dieser Veränderungsphase, sind wir im Moment immer noch. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen gespannt auf die Stufe 3, weil früher oder später wird es ja so sein, dass es Dinge gibt, die uns an Dingen, die wir jetzt ausprobiert haben, schon so lieb geworden sind oder die wir für so unverzichtbar halten, dass wir vielleicht in der dritten Stufe schon überlegen, wie können wir die in die Nach-Corona-Zeit, in die Post-Corona-Zeit auch mitnehmen für uns. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Und das sind eben diese produktiven Teile in einer disruptiven Exisiologie. Schöne Beispiele, wo wir jetzt schon merken, da werden sich auch durchaus langfristige und nachhaltige Veränderungen weitertragen. Vieles von dem, was uns in Kirche und Diakonie derzeit an Corona so stresst oder was uns auch ängstlich macht oder unruhig macht, hängt mit dieser Form von Veränderung zusammen. Das ist einerseits eben dieser massive Wandel, dass wir uns ständig verabschieden müssen von Gewohnheiten, die wir eigentlich gern hatten und wo wir nochmal jetzt gerade neu überlegen müssen, wie wir uns jetzt in dieser derzeitigen Situation neu einrichten. Und dann eben diese Adaption, diese Anpassung in dieser neuen Situation. Und das ist einfach sehr herausfordernd, dieses ständige Neudenken müssen, sich auf nichts Altes zurückgreifen können und immer neu entwickeln müssen. Und somit ist ein Umgang mit Disruption in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr kräftezehrend. Und wir sind das auch schlichtweg nicht gewohnt. Also es ist ja nicht so, dass wir in Kirche uns irgendwie dem Wandel vollkommen verschließen würden. Das stimmt ja nicht. Wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr irgendwie im Mittelalter. Es hat sich ja bei Kirche und auch in der Diakonie schon sehr, sehr viel getan. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass so Bilder in der Bibel, wo es um Wandel und Veränderung, um Innovation, um etwas Neues, das entsteht, geht, da finde ich manchmal die Bilder in der Bibel echt eindrücklicher als vieles von dem, was ich im Moment so kirchlich wahrnehme. Weil wir haben ja an vielen Stellen wirklich eine unheimliche Beharrungskraft. Und ich habe manchmal den Eindruck, so ganz aufgeschlossen sind wir da nicht. Und dank Corona machen wir da jetzt echt einen großen Schritt und tut sich gerade viel. Aber auf welche Art und Weise kommt da das Neue rein? Also wie wirkt sich Corona aus in Form von Veränderungen? Auch da lohnt sich nochmal kurz ein Blick auf der Metaebene. Innovation, Veränderung, Transformation in Systemen geschieht immer sehr holzschnittartig und vereinfacht gesagt auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das eine ist, sehr vereinfacht gesagt, die inkrementelle Innovation. Das ist, wenn ich etwas Gewohntes oder Bekanntes habe, entwickle ich das innerhalb des Systems, innerhalb der bisherigen Logik weiter. Und demgegenüber steht eine andere Form von Innovation, das ist die radikale Innovation. Und die kennzeichnet sich dadurch, dass sie grundsätzlich neu auf Dinge drauf guckt und halt eine Form von Entwicklung vornimmt, die erstmal alles grundsätzlich hinterfragt und die bisherige Logik, das bisherige Vorgehen erstmal ignoriert und grundsätzlich neu überlegt. Und wenn man die beiden Teile jetzt so gegenüberstellt, inkrementelle Innovation, radikale Innovation, würde ich jetzt übertragen auf den kirchlichen Bereich sagen, eigentlich ist inkrementelle Innovation für uns im besten Sinne des Wortes verstanden eigentlich Tradition. Also das, was uns als Erbe angeboten wird, dass wir das pfleglich behandeln und gut durch die Zeit tragen und innerhalb der bestehenden Logik weiterentwickeln. Und demgegenüber steht aber eben eine radikale Innovation und die hat vielleicht nochmal ganz andere Dynamiken und kann vielleicht Tradition auf eine sehr tolle Art und Weise ergänzen und beides zusammen würde uns gerade wahrscheinlich in Corona extrem viel weiterbringen. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele geben, damit Sie ein bisschen besser verstehen können, wie sich inkrementelle und radikale Innovation unterscheiden. Ein schönes Beispiel für inkrementelle Innovation
die Musikliebhaber unter Ihnen, ist zum Beispiel die Art und Weise, wie sich im Laufe der letzten Jahrhunderte unser Musikverhalten, also das Hören von Musik, wie sich das verändert hat. Ganz zu Anfang wurde Menschen Musik zugänglich gemacht durch Schellackplatten, dann entwickelte sich das Vinyl, dann gab es verschiedene weitere Stufen, Tonbänder, Kassetten, irgendwann kam dann die CD, es gab Minidiscs, Sie kennen das alles. So hat sich das innerhalb der Logik weiterentwickelt. Und irgendwann hatten wir so große Speichermedien, aber irgendwie haben die trotzdem nichts getaugt. Und dann haben manche Leute überlegt, geht es denn eigentlich den Musikhörenden nur darum, Musik zu speichern? Eigentlich wollen die doch nur überall Musik hören können. Und das hat zur Entwicklung von Streamingdiensten, wie zum Beispiel Spotify, geführt. Das war eine Art Paradigmenwechsel, auszusteigen aus dieser Form von Weiterentwicklung der Speichermedien hinzu. Eigentlich ist die Frage doch, wie kann ich überall Musik zugänglich machen und nicht, wie kann ich es speichern? Und das ist genau dieser Paradigmenwechsel, genau das ist die Form von Veränderung, um die es mir hier geht. Denn genau da steckt die Disruption. Die Disruption ist genau dieser Schritt dazwischen. Also auszusteigen aus der Weiterentwicklung, auszusteigen aus dem, das haben wir immer schon so gemacht, hin nochmal neu zu überlegen, was ist denn eigentlich der Kern? Also was ist die Aufgabe? Und ist es nicht vielleicht notwendig, um der eigentlichen Aufgabe, dem Zweck zu entsprechen, dass wir vielleicht grundsätzlich einfach unsere Formatierung, unsere Formen und Formate anpassen müssen? Und genau dieser Paradigmenwechsel, diese Störung, diese Unterbrechung im Gewohnten, genau das bezeichnet Disruption. Und genau das löst Corona im Moment bei uns in Kirche aus. Denn wir kommen mit diesem, naja, so und so haben wir das immer schon gemacht, gerade einfach nicht weiter. Und um weiterhin unserem Auftrag, unserer Mission gerecht zu werden, müssen wir Formen und Formate anpassen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und das Schöne ist aber, dass Corona uns diesen ersten Schritt, dieses Auftauen, schenkt Corona uns. Weil wir uns nicht dafür entscheiden müssen, sondern dieser Wandel ist einfach über uns gekommen. Wir können uns nur noch dazu verhalten, aber wir können nicht sagen ja oder nein, weil wir sind einfach alle mittendrin. Und so sind wir jetzt alle in diesem zweiten Schritt des Experimentierens und sind alle Agenten des Wandels. Und diese Disruption hat uns dafür diesen Stimulus gegeben. Und wie geht's Ihnen damit? Wenn ich jetzt jeden und jede einzelne von Ihnen fragen würde und Sie darauf reagieren, dann würden wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen hören. Manche würden vielleicht sagen, Mensch, das macht mir Angst, irgendwie nichts ist wie vorher. Manche sind total wütend und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll. Manche sind eher gleichgültig und sagen, ja, ist mir egal, irgendwann wird es vorbei sein, dann mache ich wieder weiter wie vorher. Manche sind vielleicht auch voll Hoffnung und haben Lust an diesen Entwicklungen, an diesen neuen Chancen, mit denen sie sonst nie gerechnet hätten. Wir gehen da alle sehr, sehr unterschiedlich dran und diese Varianz unter uns, die ist vollkommen normal. Denn es gibt einfach sehr, sehr unterschiedliche Arten, mit Veränderungen, mit Transformationsprozessen umzugehen. Auch hier nochmal bitte kurz wieder Metaebene, einfach nüchtern ein Konzept. Wir gehen wieder 60 Jahre zurück, ein etabliertes altes Modell von Everett Rogers. Und da sieht man wirklich, dass so Veränderungstheorien, das ist kein neumodischer Kram, sondern diese sogenannte Diffusionstheorie, das ist das Modell seit Jahrzehnten, um darzustellen, was passiert mit Menschen, die in Veränderungsprozessen sind. Also auch Sie und ich. Also Rogers hat dieses Diffusionsmodell aufgestellt und das stellt die Fähigkeit von Menschen, sich mit Veränderungen anzufreunden und diese zu akzeptieren, ins Verhältnis zur Zeit, andersrum, Akzeptanz zur Zeit, die sie dafür benötigen. Wenn man da mal diese unterschiedlichen Menschen einträgt, die ich gerade anhand von Gefühlen skizziert habe, dann sieht man an den Extremen natürlich die, die aufgeschlossen sind, die total viel Lust drauf haben, die Innovativen, und auf der anderen Seite die Bewahrenden, die Traditionsliebhaber. Und dazwischen die große Mehrheit, viele, die mehr oder weniger aufgeschlossen sind, manche, die skeptisch sind. Und wir gehen die mal einzeln durch, damit Sie mal ein Bild davon haben.
Die Innovativen, das sind so Enthusiasten, Optimisten, Visionärinnen, die fühlen sich durch die Corona-Situation herausgefordert, die sprudeln voller Lösungsansätze und sehen jetzt endlich mal die Chancen, Ideen, die sie immer schon hatten, unters Volk zu bringen. Das sind die Ersten, die loslegen. Die hatten schon Anfang März die ersten Ideen in der Schublade und haben sofort losgelegt. Die neugierigen Ausprobierenden, das sind die Experimentierfreudigen, die Dinge in die Tat umsetzen, die sagen, naja, ist jetzt wie es ist, dann räumen wir halt die Stühle in der Kirche um. Ich habe da irgendwas im Internet gesehen mit so einem digitalen Andachtsformat in der XY-Gemeinde, das probieren wir jetzt auch mal bei uns aus. Dann kommen die Aufgeschlossenen in der Mehrheit, die machen zwangsläufig mit, aber die haben schon auch so die ein oder andere Anfrage. Das sind so eher die klassischen Bedenkenträger. Die Lieblingsworte sind da eher so aber oder wenn. Dann folgen die Skeptikerinnen und Skeptiker innerhalb der Mehrheit. Die lehnen diese Corona-Innovation nicht jetzt ganz grundsätzlich ab, aber die machen eher mit, weil sie sich dem Schicksal fügen wollen. Die waren nie Innovationsfans und die stehen eigentlich auch überhaupt nicht auf Veränderung und sagen, Mensch du, ich bin wirklich froh, wenn der Quatsch vorbei ist, dann machen wir wieder alles so wie vorher. Und zu guter Letzt die TraditionalistInnen, die haben wirklich eine starke Bewahrermentalität und von denen hört man so Sachen wie, also hier wird schon mal gar nichts verändert. Wo kommen wir denn dahin, wenn so eine Pandemie uns so jahrhundertealte Traditionen über den Haufen wirft? Also wenn jetzt noch das digitale Abendmahl eingeführt wird, dann trete ich auf. Das ist die Spannbreite. Das ist die Vielfalt. Und man sieht sehr schön, dass das sich auch als Kurve darstellt. Das heißt, die Akzeptanz steigt an und sinkt dann auch wieder ab. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dieses Diffusionsmodell hilft mir einfach zu verstehen, wie unterschiedlich wir sind, aber das auch zu respektieren und zu akzeptieren. Also wir haben alle eine vollkommen unterschiedliche Fähigkeit, uns mit Veränderungen auseinanderzusetzen, uns denen anzunähern. Manche sind total euphorisch und manche laufen amok. Das ist aber auch total normal. Also man kann dieses Diffusionsmodell auch auf ganz andere Beispiele anwenden. Also zum Beispiel, wie war das denn, als das Handy damals aufkam? Wie ging es Ihnen da? Also waren Sie so einer von den Ersten, die gesagt haben, Mensch, das muss ich haben, das muss ich ausprobieren? Oder haben Sie eher dann irgendwann von 5, 6 Freunden gehört, die das dann auch hatten und dann haben Sie sich auch mal rangetraut? Oder waren Sie letztlich so einer von den Letzten, die gesagt haben, so ein neumodischer Kram, aber naja, irgendwann komme ich ja doch nicht mehr drum rum. Wenn Sie sich mal selber so die Frage stellen, wo Sie sich einordnen würden und das mal durchspielen, auch mit verschiedenen Innovationen, die Sie jetzt im Laufe Ihres Lebens durchlaufen haben, wir haben auch manchmal ganz unterschiedliche Rollen. Also bei manchen Dingen sind wir auch langsamer, bei manchen sind wir schneller. Aber es ist, glaube ich, wichtig für sich und auch in der Bewertung und Beurteilung anderer, das klar zu haben, dass das eine ganz normale und systemisch auch vollkommen nachvollziehbare Reaktion ist. Menschen zeigen eine hohe Varianz, ein sehr unterschiedliches Verhalten hinsichtlich von Innovationen. Was aber gleich ist, und ich finde, das ist wichtig zu wissen, Rogers sagt, es gibt zwei wichtige Stufen bei der Einführung von Innovationen und in Veränderungsprozessen. Er nennt die Chasms, also Abgründe. Das scheint schon wirklich ein großer Schritt jeweils zu sein. Der erste Schritt ist, dass eben nicht mehr nur die absolut visionären Innovativen ein Handy haben, sondern dass die erstmals auch ihre Freunde damit infizieren, sage ich jetzt mal, also ihnen diesen Floh ins Ohr setzen und die überzeugen. Und der zweite große Schritt, der zweite Chasm, ist innerhalb der Mehrheit, also innerhalb der normalen Leute, dass man eben vom Skeptiker zum Aufgeschlossenen wird. Also zu einer Person, die sich grundsätzlich dann doch entscheidet, diese Veränderung zu akzeptieren. Und wichtig ist, diese beiden Schritte klar zu haben, eben auch im Miteinander, um auch zu wissen, wenn Sie jetzt in Veränderungsprozessen, zum Beispiel in gemeindlichen Bereichen sind, an welchen Stellen Sie die Leute wie mitnehmen können.
wie sie es Menschen leichter machen können, in diesen Veränderungsprozessen kirchlicherseits auch klarzukommen und sich da nicht, dass die sich da nicht drin verlieren oder eben so super viel Angst haben, dass uns kirchlicherseits jetzt alles wegbricht. Gerade dafür ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass es eben diese zwei neuralgischen Punkte gibt und dass wir die Leute mitnehmen können. Bis etwas selbstverständlich ist, bis wir uns in so eine Neuerung, in einer solchen Neuerung irgendwie eingerichtet haben, durchlaufen wir selber auch diese Veränderungsprozesse, andere auch. Und wir können bei den Menschen um uns herum wahrnehmen, dass sie eben diese unterschiedlichen Fähigkeiten haben, auch eine unterschiedliche Bereitschaft, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und dass wir unterschiedlich viel Zeit dafür benötigen. Und das gilt zu respektieren und auch zu akzeptieren, um da gut miteinander kirchlicherseits unterwegs zu sein. Aber wie können wir uns da gut unterstützen? Also was braucht es zum Beispiel in solchen disruptiven Veränderungsprozessen, gerade im kirchlichen Bereich? Auch da hilft uns Rogers, der auf der Metaebene, also systemisch, einfach grundsätzlich sagt, naja, hilfreich ist schon zu wissen, dass diese unterschiedlichen Personentypen unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn sie diesen Wandel durchlaufen. Also zum Beispiel die Innovativen, die immer schon spinnerte Ideen hatten und ganz viel visionäre, tolle Pläne, die brauchen eigentlich nur eine Bestätigung, dass das, was sie immer schon gedacht haben, jetzt Realität wird. Und die Neugierigen, die brauchen eher eine Form von Unterstützung bei der Planung und Durchführung dieser neuen Sachen. Manche brauchen auch Entscheidungen, zum Beispiel von Leitungsgremien. Manche brauchen Argumente, Überzeugungen, sie müssen überzeugt werden. Und manche brauchen wiederum einfach Wissen, Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben da ganz unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, an welcher Stufe, in welchem Punkt dieses Veränderungsprozesses wir uns befinden. Wenn wir über das derzeitige disruptive Moment, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie in unserer Kirchenlandschaft, wenn wir da drauf schauen, dann ist, glaube ich, hilfreich, ein paar Dinge im Hinterkopf zu behalten. Erstens, wir haben alle vollkommen unterschiedliche Verhaltensmuster hinsichtlich von Veränderung. Wir sind auch unterschiedlich erfahren da drin. Menschen reagieren unterschiedlich auf Veränderung. Zweitens, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und wir brauchen unterschiedlich viel Zeit, um mit diesem neuen Normal klarzukommen. Wir brauchen Unterschiedliches, um uns zu adaptieren. Drittens, um Akzeptanz um die Akzeptanz von solchen Veränderungsprozessen zu erhöhen oder zu erleichtern, gibt es eben diese zwei neuralgischen Stufen. Und da ist es hilfreich, wirklich nicht nur in die Extreme zu investieren, nur in Innovation oder nur die Bedenkenträger und Traditionalisten ernst zu nehmen und mitnehmen zu wollen in dem Prozess, sondern wichtig sind diese beiden Chasms, die ich gerade ausgeführt habe. Und das vierte ist, Veränderungsprozesse sind normal und die ereignen sich immer andauernd und vor allem emergent, ob wir das wollen oder nicht. Und es ist gut, manchmal diese dienlichen Prozesse von uns aus auszulösen, zu stimulieren. Aber wenn wir dann schon mal drin sind, dann ist es auch gut zu wissen, dass man auch durchaus Einfluss nehmen kann und Dinge auch dienlich in die eine oder andere Richtung lenken kann. Ich nehme das gerade so wahr, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dass eine der maßgeblichen Herausforderungen in der derzeitigen Zeit ist, dass alle sehr überfordert sind. Und meiner Ansicht nach kommen da zwei gleichzeitige Faktoren ins Spiel. Und zwar zum einen müssen gerade viele einfach den Laden am Laufen halten, vieles von dem machen, was wir immer schon gemacht haben und so ein bisschen das aufrechterhalten. Und gleichzeitig sind wir einfach durch die derzeitige Situation gezwungen, stark in Neuerungen, in neue Konzepte zu investieren und eben auch in alternative Lösungen zu investieren. Und das Problem ist, das beides gleichzeitig ist halt überfordernd, weil wenn ich für mich den Anspruch habe, alles Alte noch zu machen, dann bleibt ja keine Zeit mehr für das Neue, außer ich hätte vorher schon ohnehin nur einen Anteil meiner Arbeitszeit sinnvoll genutzt. So. Und ich glaube, da gilt es nochmal drauf zu schauen, wie man da auch für Entlastung sorgen kann und ich glaube auch, wie man produktiv
zu einer Profilierung beitragen kann. Und ich glaube, da sind zwei Stichworte sehr hilfreich. Das eine ist, im Moment haben wir halt, das habe ich ja gerade ausgeführt, viele Veränderungsprozesse, wo wir sehr herausgefordert sind durch Innovation. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, hilfreich, sich nochmal anzuschauen, welche Rolle Exnovation spielen kann. Exnovation ist nämlich das genaue Gegenteil. Also Dinge, Herangehensweisen, Modelle, die vielleicht nicht mehr den eigentlichen Zweck erfüllen, werden abgeschafft. Lässt man ausschleichen. Es gibt angeordnete Exnovationsprozesse, also zum Beispiel Asbest wird jetzt in allen Häusern rausgenommen. Es gibt gesteuerte Exnovationsprozesse, wo man Neuerungen nach und nach wieder ausschleichen lässt, also zum Beispiel massive Nutzung von Palmöl oder Atomstrom oder Verbrennungsmotoren in Autos und so weiter. Oder ein praktisches Beispiel, wer hat von Ihnen zu Hause überhaupt noch einen Videorekorder? Das ist nämlich ein schönes Beispiel für Exnovation. Videorekorder sind eigentlich nicht mehr so wirklich am Puls der Zeit. Der DVD-Player hat den Videorekorder irgendwie so ein bisschen verdrängt und eigentlich brauchen wir es auch nicht mehr, weil VHS-Kassetten werden eigentlich überhaupt nicht mehr hergestellt. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Und mein Eindruck ist, und das sage ich jetzt mal ganz mutig und provokant, ich glaube, wir halten uns kirchlicherseits an unserer Form von Videokassetten fest. An manchen Beispielen. Also wir bedienen manche Bedürfnisse, potenzielle Bedürfnisse. Wir machen manche Angebote, wir erhalten manche Strukturen, weil wir es immer so gemacht haben, weil das zu unserem Standardrepertoire gehörte. Und wir merken gar nicht, dass die Leute eigentlich schon gar keinen Videorekorder mehr haben. Und manche haben auch noch nicht mal mehr einen DVD-Player, weil eigentlich gucken alle nur noch Netflix. Und ich glaube, dieser Schritt, den wir durch dieses disruptive Moment durch Corona geschenkt bekommen, ist nochmal neu zu überlegen, sind denn überhaupt die Dinge, die wir so als Common Sense annehmen, sind die überhaupt noch in Entsprechung zu unserem eigentlichen Kern, zu unserer eigentlichen Aufgabe, zu unserer eigentlichen Mission? Und da sehe ich eine große Chance der Profilierung und gleichzeitig gerade für viele Leute eine massive Entlastung in diesem alles gleichzeitig machen zu müssen. Disruptive Ekklesiologie, das stand ja so über meinem Vortrag, Kirche angesichts der Erfahrungen mit Covid-19. Ich würde sagen, disruptive Ekklesiologie erleichtert uns, etablierte Formen und Formate stärker zu hinterfragen. Hinterfragen zu dürfen auch. Also dadurch, dass unser gewohnter Status quo einfach nicht mehr in dem Maße gerade funktioniert und auch grundsätzlich einfach vieles in Frage steht, wird die Diskussion um den eigentlichen Kern, um unsere eigentliche Aufgabe und Mission einfacher. Und die Frage ist, was muss erhalten bleiben und was darf sich verändern? Oder auch damit zusammenhängt, was muss sich in unseren Formen und Formaten, in der Art und Weise, wie wir uns inszenieren als Kirche, als Diakonie nach außen, was muss sich überhaupt verändern, damit wir überhaupt noch unserem Kern gerecht werden? Damit wir dem überhaupt noch entsprechen, unserer Mission. Somit erleichtert disruptive Ekklesiologie eben genau diese Fragen zu stellen, diese mutigen Fragen, die eigentlich schon lange drängten, von denen wir manche auch schon kennen, aber die haben wir immer wieder aufgeschoben. Aber jetzt können wir die nicht weiter aufschieben, weil die sind jetzt einfach unausweichlich. Also ich sage mal so ein Beispiel. Wie können wir Digitalisierung stärker für uns nutzen? In Kirche und Diakonie. Thema, was schon lange da war, aber wie geht's jetzt weiter? Wie gehen wir damit um, dass durch den Veränderungsdruck die Schlagzahl für bisherige, die Schlagzahl in unseren bisherigen Verwaltungen für Entscheidungsprozesse so massiv zugenommen hat, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen? Wir kommen da an Grenzen. Wie gehen wir damit um? Also Stichwort Agilität, New Work und so weiter. Welche Form von Ausfort- und Weiterbildung brauchst? Was ist notwendig, um diese Veränderungsprozesse optimal steuern oder auch professionell begleiten zu können? Und was sind eigentlich Orte oder wo sind die Orte,
um über diese und weitere notwendige Themen zu diskutieren, um ihnen strategisch klug und vor allem geistlich zu begegnen. Wir durchlaufen gerade einen Läuterungsprozess. Und nicht nur unser Glaube, wie im ersten Petrusbrief beschrieben steht, ist gerade so ein bisschen in so einem Läuterungsprozess, sondern ich glaube, wir als Kirche stehen gerade auch generell auf dem Prüfstand und da wird manches umgebaut. Und schon jetzt sind diese disruptiven Einflüsse auf uns als Kirche spürbar. Dieses gefühlte Corona. Corona macht was mit uns und ist ekklesiologisch produktiv. Und ich glaube das besonders in disruptiver Hinsicht. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.